Willkommen zum Retro News Flash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Den Anfang heute macht Roguecraft. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich alle schon. Ist jetzt schon eine längere Zeit auf dem Markt. Und die Verliese von Mordecom erwarten uns. Seit undenklichen Zeiten erzählt die Legende von einem dunklen, tödlichen Verlies, das unvorstellbare Schrecken und Reichtümer birgt. Genug Reichtümer und Magie, um dich zum König zu machen. Oder mehr. Du hast nach dem Verlies gesucht, seit du vor vielen Jahren in einer ägyptischen Bibliothek über die Legende gestolpert bist. Es begann mit dem Gerücht über ein uraltes, dunkles Wesen und ein magisches Amulett. Die Legende erzählt von einer Erweckung und von unaussprechlichen Schrecken, die kommen werden. Deine Suche führte dich quer durch die Welt, ein Rätsel nach dem anderen. Nach vielen Prüfungen und Gefahren stehst du nun am Eingang eines dunklen und mystischen Verlieses, weit entfernt von deinem Ausgangspunkt. Du, Zender, ein Kämpfer, ein Magier oder ein Schurke, bist bereit, die Monster zu besiegen und die Reichtümer zu sammeln, die unten auf dich warten. Du musst nur noch vorher kurz pinkeln gehen. Ja, Roguecraft für den Amiga gibt es, wie gesagt, jetzt ein paar Monaten und es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Es ist ein modernes, rundenbasiertes Roguelike, das sich auf Einfachheit und Spielspaß konzentriert. Es ist ein Dungeon Crawler, bei dem jeder Durchgang eine einzigartige Erfahrung ist. Je weiter man im Spiel fortschreitet, desto fieser werden also die Monster und schwieriger die Herausforderungen. Man hat nur ein Leben, also Vorsicht ist geboten. Ja, die Merkmale des Spiels, kurz nochmal im Überblick, es ist also ein prozedural generiertes Level-Design, einzigartige Erfahrung, also bei jedem Spieldurchgang. Es ist ein schnelles Spiel, also eine schnelle Session, die im Prinzip so 30 bis 40 Minuten dauert, bis also das Ziel erreicht ist, wenn man so will. Es gibt natürlich herrliche Pixel-Grafik für den Amiga und einen guten Soundtrack von dem Sami Luko. Voraussetzungen sind auf jeden Fall ein Amiga 500 mit einem B-Chip ran. Es ist aber ja ein Amiga 1200 empfohlen. Die HDD-Version enthält also extra GFX und extra Musik. Warum ich das Ganze hier nochmal erzähle, ist eigentlich, dass es also jetzt hier vor kurzem eine Aktualisierung für Roguecraft gab durch den Entwickler. Neben Ergänzung der Anleitung zur Problembehebung wurde die WHD-Load-Fassung überarbeitet und mit der korrigierten Konfigurationsdatei sollte das Spiel jetzt auch auf dem Amiga Mini laufen oder auf anderen unkonventionellen Systemen. Also, wer es bislang noch nicht gespielt hat oder sich es mal anschauen will, ein Amiga Mini besitzt oder dergleichen, der kann also hier jetzt auf jeden Fall noch mal reinschauen, weil anscheinend wird das Spiel jetzt auch hier unterstützt und kann problemlos gestartet werden. Ja, Hammurabi für den Amiga. Das ist ein textbasiertes Strategiespiel, das ich jetzt vor kurzem entdeckt habe. Jetzt schon eine ganze Zeit auch veröffentlicht. Und in dem Spiel muss man also für 10 Jahre die Rolle eines sumerischen Königs übernehmen, der bestimmt, wie viel Land gekauft wird, wie viel Weizen für die Untertanen bereitgestellt wird, wie viel Weizen neu ausgesät wird, etc. Das Ganze ähnelt dem Spielprinzip von Kaiser, das ja wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen.
Das Interessante ist aber, dass also die Vorgängerversion bereits 1968 für die neu erfundene Programmiersprache Vokal veröffentlicht wurde, ehe es dann 1973 nach Basic portiert und so einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Phil Spilsbury hat auf GitHub den originalen Quellcode veröffentlicht, wie er also 1978 im Buch Basic Computer Games abgedruckt wurde. Wer sich also hier einen ersten Eindruck verschaffen möchte, kann die von Chris Ainsley im Jahr 2019 nach HTML5 portierte Version sogar im Browser antesten. Ja, Anfang 2020 veröffentlichte dann Dr. Guru im Forum Amiga Dresden eine an Amiga Kick Pascal angepasste Version des Quellcode, der also immer noch zugänglich ist. Nun hat sich der User LiveSchool als Beitrag zum Amiga Game Jam 2024 der Sache angenommen und hat zusätzlich zur originalen Version von 1978, die es also mit oder ohne Sprache gibt, eine von ihm erstellte Umsetzung mit Hintergrundgrafiken und ein paar zusätzlichen Rätseln veröffentlicht. Das Spiel läuft auf jedem OCS, ECS, Amiga mit Kickstart 3.0 oder höher, 0,5 MB Chip und 1 MB Fast RAM. Das Spiel gibt es also in zwei Varianten. Das Full Package enthält eine HAM6 Video Intro mit digitalem Wave Audio und ist also als HDF vorhanden, und die normale Version ist dann eben kleiner und hält diese Video Intro dann eben nicht. Die HDF sollten also automatisch booten und das Spiel von dort aus dann zu starten. Ja, wer sich für sowas also interessiert, auch die Hintergrundgeschichte ist ja durchaus sehr interessant, der kann sich das also auf der Seite, die ich also in der Videobeschreibung verlinkt habe, mal anschauen, antesten und dabei Spaß haben. Der Emulator WinUAE, das brauche ich jetzt wahrscheinlich den wenigsten vorstellen oder erklären, was das ist. Aber es gab wieder ein Update im Oktober auf die Version 5.3.1 und der User Bernardi hat also nun die deutsche Übersetzung des Emulators an die Version 5.3.1 angepasst und zum Download bereitgestellt. Also für alle, die es jetzt dann wirklich noch nicht gehört haben oder sich mit WinUAE noch nicht auseinandergesetzt haben, nur ganz kurz sei gesagt, WinUAE wurde also entwickelt, um Amiga-Computer zu emulieren und ermöglicht es, Programme und Games auszuführen, die für den Commodore Amiga eben geschrieben wurden. Die erste Version wurde bereits 2005 veröffentlicht und wird seitdem also stetig weiterentwickelt. Nach dem Start sucht sich das Programm also das entsprechende Systemraum, das muss man dann eben zur Verfügung stellen. Dies kann dann über das Konfigurationspanel hinzugefügt werden und neben mehreren voreingestellten Hardware-Emulationen ermöglicht WinUAE für eine bessere Balance zwischen Kompatibilität und benötigter CPU-Leistung. Die Software kann Einstellungen emulieren und bietet eben Möglichkeit, zahlreiche Einstellungen sowohl für Hardware-Komponenten als auch für den Host-Computer zu ändern. Des Weiteren kann man eben die eben bereits auch schon aufgetauchten HDF-Files sich zum Beispiel einbinden und dann den Emulator quasi direkt mit dem HDF-File auch starten. Man kann auch Änderungen vornehmen, ist also alles möglich. Wer sich also hier für sowas interessiert, beziehungsweise halt auch nicht unbedingt alle Amiga-Modelle sein eigen nennt, der sollte sich auf jeden Fall hier mit WinUAE oder vergleichbaren Emulatoren wie FSUAE mal auseinandersetzen, weil das einfach eine tolle Möglichkeit ist, wie man sich selbst von zu Hause auf dem Windows-Rechner beispielsweise eine
eigene Plattform erstellen kann und da eben auch alles zum Laufen kriegt, was es damals gab oder eben auch, was es heute gibt. Ja, Tale of Unwill, der Entwickler Electric Black Sheep, hat das inoffizielle und minimalistische Remake von The Tower of Evil veröffentlicht. Ein Top-Down-Action-Spiel, das bereits 1985 von Creative Sparks veröffentlicht wurde und später inoffizielle Portierung für den Commodore C16 Plus 4, ZX Spectrum und den VIC-20 erhalten hat. Es gibt 8 verschiedene Terrains, die jeweils in 9 Abschnitte unterteilt sind. Und Ziel ist es mit Schrödingers Katze, die sich alleine nicht verteidigen kann, alle Gegenstände auf der Karte einzusammeln. In jedem Gebiet gibt es 6 Gegenstände. Wenn man alle 6 Gegenstände hat, kann man sich durch ein Portal in das nächste Gebiet beamen sozusagen. Olivia erwacht zum Leben, wenn du die ersten 6 Gegenstände eingesammelt hast. Du kannst sie mit der Feuertaste zum Folgen und zum Anhalten bewegen und sie kann nicht nur auf feindliche Kreaturen zurückschießen. Sie kann eben auch normale Projektile abwehren. Sie können ihr also nichts anhaben, sodass sich beispielsweise Schrödinger notfalls sogar hinter ihr verstecken kann. Sie greift dabei immer das Monster an, das sich am nächsten zu ihr befindet. Im Falle einer Verletzung von Schrödinger ist es sogar möglich, dass der also auf Mausejagd geht und sich also Mäuse fängt, um hier seine Verletzungen zu heilen. Ja, am Schluss muss eben Olivia und Schrödinger eine Hexe gegenübertreten, um also dann das Spiel erfolgreich zu beenden. Ja, Olivia kann sogar in dem Fall von einem zweiten Spieler gesteuert werden, wenn sie also bereits am Leben ist, dann kann man also die Kontrolle übernehmen, indem man einfach dann den zweiten Joystick anschließt und auf Feuer drückt oder den Feuer-Button drückt und dann kann man also Olivia mit dem zweiten Spieler steuern. Die Systemanforderung, mindestens ein Amiga 500 mit 1 MB Chip-RAM. Es ist aber durchaus ein Amiga 1200 empfohlen. Die HDD-Version erhält dazu zusätzliche Grafik und Musik. Das Spiel liegt als ADF, HDD-File und sogar als CD32-Version vor und kann über itch.io heruntergeladen werden. Und wie immer gilt an dieser Stelle, wer sich das Spiel runterlädt, sollte dem Entwickler vielleicht einen kleinen Beitrag gutschreiben lassen, damit die Entwicklung auch dementsprechend gewürdigt wird. Der letzte Beitrag für heute. Wer hat Lust auf ein neues Commodore C64 Spiel, welches einen tollen Soundtrack, ein brillantes Intro und rundenbasierte Kämpfe mit bis zu 4 Spielern bietet. Dann auf zum neuesten Commodore-Spiel von Windigo Productions mit dem Namen Battle for Chronos. Battle for Chronos ist ein rundenbasiertes Kriegsspiel für bis zu 4 Spieler. Um auf dem Schlachtfeld erfolgreich zu sein, muss man also verschiedene Einheitentypen effektiv kombinieren, das Terrain berücksichtigen und den Nachschub strategisch planen. Das Spiel ist natürlich inspiriert von Battle Isle. Der Name spielt auf die Battle Isle Data Disk Moon of Chronos an. Gleichzeitig gibt es aber auch starke Unterschiede zu Battle Isle, wie zum Beispiel keine Hexkästchen. Hier hat sich der Entwickler nach eigener Aussage mehr an Spielen wie Advanced Wars orientiert. Das Spiel wurde für den Commodore C64 entwickelt. Es kann also auf der echten Hardware auch gespielt werden oder an einem Emulator wie dem Vice. Und das Spiel wird mit dem normalen Joystick in Port 2 also gesteuert. Die Hauptmerkmale des Spiels sind also epische Schlachten bis zu 4 Fraktionen, eine Kampagne mit 8 Missionen, jede spielbar in 2 unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden,
6 Scharmützelkarten für eigene Kämpfe, 10 Simulatormissionen für das taktische Training, 20 verschiedene Einheiten und Gebäude, ein Passwortsystem und eigene Spielstände. Es ist also PAL und NTSC kompatibel und es gibt jetzt auf itch.io einen Strategieguide zum Spiel. Eine erweiterte Version mit zusätzlichen Goodies gibt es bei Polyplay im Online-Shop als Boxed-Version. Das Spiel ist also völlig kostenlos und kann also bei itch.io ab sofort heruntergeladen werden. Wer sich also hier für solche Art von Spiele interessiert, der sollte auf jeden Fall zuschlagen. Ich denke, es macht eine Menge Spaß. Ja, das war es dann schon wieder für den neuen Retro Newsflash Folge 10. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich auch gern den Kanal abonnieren, einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder vielleicht sogar beides hinterlassen. Das würde mich dann auch freuen. Und ansonsten sehen wir uns, so hoffe ich, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.